Der Bericht befasst sich mit einem Priester, der in den 60er Jahren wegen eines Haftbefehls polizeilich gesucht wurde. Grund war sexueller Missbrauch an minderjährigen Mädchen. Er ist daraufhin ins Ausland geflohen. Bischof Gregor Maria Hanke zeigt sich erschüttert. Wir haben es hier mit einem schrecklichen Missbrauchsfall, mit einem ganz üblen Vorfall zu tun. Da geht zunächst einmal der Blick auf die Betroffenen. Ich denke, die Betroffenen werden wahrscheinlich zutiefst verletzt sein. Und diese Haltung der Betroffenen gilt es in den Blick zu nehmen. Da bin ich persönlich erst an zweiter Stelle. Natürlich geht mir dieser Fall zutiefst unter die Haut und ich finde ihn beschämend. In dem Bericht erhärten sich die Vorwürfe, dass der damalige Bischof Alois Brems von den Vorgängen wusste. Er hat den Fall nicht nur vertuscht, sondern dem Priester auch finanziell die Flucht vor der Polizei ermöglicht. Sein Andenken ist nun neu zu bewerten, verdeutlicht Hanke. Das ist eine Erschütterung, denn Bischof Brems hat sich ja im Bereich der Pastoral als leutseliger Bischof sehr verdient gemacht. Und diese Seite, die nun zutage tritt, die ist nicht hinnehmbar, die ist entsetzlich. Wir müssen die Stellung, die Rolle des Bischofs ganz neu bedenken. Erste Konsequenzen wurden bereits gezogen. Die Jugendstiftung des Bistums Eichstätt hat bislang einen Bischof Alois Brems Preis vergeben. Die Stiftung hat beschlossen, diesen Namen nicht mehr zu verwenden, sich zu distanzieren von diesem Namen. Und ich denke, das ist richtig und konsequent. Die unabhängige Aufarbeitungskommission des Bistums Eichstätt wird noch ein Rechtsgutachten in Auftrag geben. Bestandteil des Gutachtens wird das Verhalten der Verantwortlichen der älteren sowie jüngeren Vergangenheit sein. Damit der Sachverhalt weiter aufgeklärt werden kann, bittet das Bistum Zeitzeugen und mögliche Betroffene, sich zu melden. Und darum bitte ich, die Betroffenen, die bislang noch im Schatten stehen, ans Licht zu treten, damit der Fall gänzlich aufgearbeitet werden kann.